Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr gerade eben noch in meinem Livestream dabei wart, dann habt ihr sicherlich schon mitbekommen, dass wir einen zweiten Slime Rerun bekommen werden. Insgesamt das dritte Mal, dass Netmarble mit Slime kollaboriert, aber das zweite Mal, wo es wieder zurückkommt. Und es kommen sehr, sehr coole Units rein. Nämlich zwei LRs, eine alte LR, eine neue LR und eine neue Unit. Diese wären hier Milim, das ist die LR, und Shion, eine neue Unit. Und by the way, viele im Livestream spekuliert, dass Milim eine Summonable LR sein wird, aber nein, doch nicht. Sie ist eine SSR, so wie sie es hier zeigt. Und die nächste LR, wir haben es alle gehofft, wir haben alle darauf gewartet, nämlich der Demon King Rimuru bekommt ein LR Awakening. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und was diese Units alle machen, darauf gehen wir gleich ein. Was ihr noch auf jeden Fall wissen müsst, ist, dass ihr nicht für LR Rimuru und für LR Milim die standardmäßigen LR Coins braucht. Ihr braucht andere Währung, sozusagen LR Währung, die ihr durch diese Kollaboration bekommen könnt bei Eventbossen oder sowas. Also seid nicht besorgt, dass ihr irgendwie eure LR Coins ausgeben müsst. Nein, ihr bekommt wie bei den Holy Relic Kisten auch Collab LR Coins sozusagen. Jetzt können wir gespannt sein, welche Collabs wir im späteren Verlauf dieses Jahres oder nächsten Jahres bekommen, welche Reruns und welche LRs wir da bekommen. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Nun will ich euch aber mal den Banner so langsam zeigen. An sich ist der Banner wirklich nicht schlecht. Ihr seht hier unten schon sehr, sehr viele Collab-Charaktere. Milim, Shion, Rimuru, Shuna, nochmal Rimuru, Milim nochmal, Benimaru. Und dann hier, Hawken Osso braucht ihr zwar nicht, für Chaos Battle sind sie zwar gut, aber Nanashi ist cool, sie ist cool, LL ist wichtig und richtig und unten dann noch Demonic Beast Units. Megelda, Yomegend, Tona und Summer Margaret. Sehr, sehr schmackhaft, sehr, sehr schmackhaft. An sich kein schlechter Collab-Banner, meiner Meinung nach. Schreibt mir mal aber in die Kommentare, was ihr von diesem Banner haltet. Ich finde ihn, wie gesagt, cool. Es ist ganz normal, ihr kennt es nicht anders. Collab Banner 300 bekommt eine garantierte SSR und bei 600 könnt ihr euch eine von diesen Collab Charakteren aussuchen. Und was man erwähnen muss, ist, ich weiß nicht, ob es nur bei diesem Ticket ist oder ob es auch bei denen hier ist, ich nehme jetzt mal hier davon an, dass sie gerate up sind. Normalerweise sind die zwei neuen Units eigentlich immer gerate up. Ich denke mal, es ist nicht nur beim garantierten SSR Ticket so, sondern es ist auch bei dem normalen Banner so. Nimmt es aber nicht für voll, weil ich weiß es nicht genau. Aber normalerweise war es bis jetzt immer so. Ich würde sagen, gehen wir mal langsam auf die Charaktere ein und wir fangen ganz entspannt mit Milim an. Ihre Passive heißt Power in Another Level. Schon sehr, sehr ehrenlos, wie das heißt. Am Anfang des Kampfes werden zwei Stacks Dragon Might auf sie drauf gemacht. Und noch dazu Protection of the Dragon für drei Turns auf sie hinzugefügt. Protection of the Dragon ist einfach das Damage Taken, was du von Enemies bekommst, um 40% verringern, also 40% weniger Schaden. Und da müsst ihr mir gleich helfen, weil ich weiß es nicht so genau. Die Unit bekommt Stack Decreasing Debuff. Heißt es, dass ihre Stacks einfach irgendwann mal weggenommen würden? Weil das zweite jetzt, dieser Dragon Might, den sie bekommt, wenn alle Stacks weggemacht werden, bekommt sie Dragon's Fury. Darauf gehen wir gleich ein. Aber ich denke mal, das sollte sozusagen ein Debuff auf Milim sein, dass sie manchmal einfach Stacks wegbekommt und dann das automatisch weggeht, dass sie Dragon's Fury bekommt. Weil Dragon's Fury ist ihr sozusagen Buff. Damit wird sie richtig strong. Damit wird sie richtig strong. Man kann sie so ziemlich mit Zahard vergleichen. Warum sie ein besserer Zahard ist, das lesen wir gleich aus der Passive raus. Dragon's Fury erhöht Milims Attack Rated Stats um 40%, ignoriert noch dazu 100% der Critical Resistance von dem Gegner und macht nochmal am Ende 40% von dem finalen Damage auf den Gegner drauf, wenn eine AOE benutzt wird, außer Ultimate. Also sie hat ja nur eine AOE, darauf gehen wir nachher ein, aber wenn sie die AOE benutzt, dann wird dieses Final Damage nochmal drauf gemacht. Sehr, sehr schmackhaft, sehr, sehr schmackhaft. Dann dazu, in der Passive gehen wir jetzt mal weiter, für jeden Dragon Might, der auf Milim drauf ist, werden die Defense Rated Stats von Allies um 20% erhöht. Und dann, wenn Allies ein Skill benutzen oder Milim Schaden bekommt von einem Enemy, der ein Skill benutzt, in einem Enemy-Turn, wird ein Stack von Dragon Might weggemacht.
Und dazu, jedes Mal, wenn ein Stack Dragonmite weggemacht wird, wird Milims Base All Stats um 7% erhöht bis zu 28%. Und dahingegen fängt es schon langsam an, wie Zahar zu funktionieren. Schon wirklich ein bisschen ähnlich, Aber wenn Dragonmite weggemacht wird, wird Dragon's Fury für 3 Turns drauf gemacht. Und wenn Dragon's Fury weggemacht wird, wird Dragonmite wieder drauf gemacht. Also, bei Zahard war das ja immer so, wenn der eine Buff weggemacht wurde, kam der neue Buff. Wenn der neue Buff weggemacht wurde, kam der andere Buff. Wenn der weggemacht wurde, hatte er gar keine Buffs mehr. Und er war nutzlos. Milim ist, sobald ihr Crazy Buff weggeht, geht sie wieder zurück auf ihren Anfangsbuff und kann wieder auf ihren Crazy Buff draufgehen. Deswegen einfach ein besserer Zahard. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr broken sein wird im PvP. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie sehr, sehr strong sein wird. Und ihr Horrelic ist auch sehr krass, vor allem der Name Cosmic Sword ist schon echt cool. Wenn sie einen Skill benutzt, egal ob AoE oder Single Target, dann macht sie so oder so immer Attributsvorteil Damage. Egal welche Attribut sie hat. Und das ist cool. Weil sobald du ihr Relic hast, macht sie einfach immer Attributvorteil. Und das ist wirklich ehrenvoll mit ihrer AoE und mit Dragon's Fury. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage sie da macht. Ich will gar nicht wissen, das wird richtig ehrenlos, sage ich euch. Ihr erster Skill ist eine Single Target, Heavenly Slash heißt sie. Und sie macht einfach Annihilate Damage. Und Annihilate ist einfach dreifache Pierce Rate. Dazu aber ignoriert sie auch noch die Enemies Defense, also die Verteidigung von den Enemies. Und für jeden Dragonmite, den sie von ihrer Passive bekommt, wird ihre Critical Chance um 50% erhöht und der Damage, den sie macht, um 30%. Also Dragonmite ist nicht nur für dieses Dragon Fury Aufbau-Ding da, sondern auch für ihre erste Single Target. Und das schmeckt, das schmeckt. Und das gleiche gilt auch für den zweiten Skill für die AoE, Tyrant's Roar. Am Anfang inflict Storm Damage ganz einfach und Storm ist zweifache Critical Damage macht sie, ignoriert die Enemies Resistance und für jeden Dragonmite, genau das gleiche hier, macht sie 50% mehr Schaden. Nicht schlecht, sage ich euch, nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall reinsemmeln, in Kombination vor allem mit Dragon's Fury, mit Dragonmite in Storm AoE. Ah, ich glaube, das ist ein bisschen zu stark. Ich sage euch, ich glaube, das ist ein bisschen zu stark. Dann die Ultimate Dragon Nova macht sich's ganz einfach. Direkt, wenn du die Ultimate aktivierst, bekommst du Dragon Fury auf dich drauf für 3 Turns und macht dann nochmal Storm Damage auf alle Enemies. Und ihr wisst ja, was Storm macht. Zweifache Critical Chance, ignoriert die Resistance. Und wenn du noch Dragonmite auf dir drauf hast, was normalerweise nicht ist, machst du 50% mehr Schaden. Wobei ich nicht weiß, ich glaube, doch, du kannst Dragonmite und Dragon Fury bekommen. Ja, stimmt, du machst 50% mehr Schaden und hast diesen Dragon Fury Buff. Boah, das wird richtig reinsemmeln. Die Ultimate ist meistens, ich denke auch auf 2-6 und sowas, ein kompletter Wipe, sage ich. Ich sehe daran, glaube ich, einen kompletten Wipe. Und das krasseste ist jetzt der Teil von ihrer Ultimate, wenn sie noch drin ist, also Milim, und ein Ally von dir besiegt wird oder ein Gegner besiegt wird, für jede besiegte Unit, egal ob beim Gegner oder bei dir, wird Dragon Rampage für 3 Turns drauf gemacht, bis zu 6 Stacks. Und Dragons Rampage ist richtig ehrenlos. Nämlich macht sie 50% mehr Schaden mit Single Targets und dazu nochmal 100%ig mehr Damage von den Enemies erhöhten HP. Boah. Ey. Einfach ein Gegner wird besiegt, du wirst noch krasser gebufft. Einfach ein Mate von dir wird besiegt, du wirst noch krasser gebufft. Das ist wirklich ehrenlos. Und dieses Dragon's Rampage hört dann noch nicht auf, nämlich den Damage, den du bekommst in dem Enemy-Turn, wird auf 1 gefixt, als wärst du ein Demonic Beast oder sowas. Und jedes Mal, wenn Milim ein Skill benutzt oder gedamaged wird von dem Enemy, dann wird aber leider ein Buff weggemacht. Also du hast ja diese 6 Stacks und leider wird dann ein Buff weggemacht. Ist ein bisschen unlucky. Aber das wäre sonst viel zu broken. Also ergreifst dann, du hast ein Stack nur, weil einer nur gestorben ist. Und ergreif dich an, du bekommst nur einen Schaden, egal was passiert, dann ist dieser Stack aber weg. Und wenn dich noch einer angreift, dann bekommst du den Damage. Aber ansonsten, wirklich krasser Kit von Milim, sage ich euch ganz ehrlich. Sie wird wirklich, wirklich strong werden. Und ich glaube aber schon auf 2-6-1-6 sogar auch wipen. Müssen wir aber gucken, wie es wirklich sein wird. Auf Papier sieht sie gut aus. Ich denke mal aber auch in-game, weil sie hört sich viel zu gut an. Deswegen, ich denke mal, auch in-game wird sie wenigstens krass sein, sage ich. Leider muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, der Rimuru LR-Buff hält sich relativ in Grenzen.
Einzigste, was gebufft wurde, war seine Passive und sein Belzebuth, also seine AoE mit Infect. Und ich lese euch mal vor, was gebufft wurde. Also, in seiner Passive, am Anfang von Allies Turns werden die Basic Stats von Rimuru um 8% erhöht und ein Stack von einem Buff wird auf dem Enemy weggemacht. Für jeden Buff, den Rimuru weggemacht hat, werden die Basic Stats von Rimuru nochmal um 8 erhöht und wenn es den maximalen Stack increased hat, 5 Stacks, dann wird ein Buff auf Rimuru gemacht, der seine Pierce Rate um 140 anstatt um 130 erhöht für 3 Turns. Ist in Ordnung. 150 hätte es auch getan, sage ich euch ganz ehrlich. Aber von 130 auf 150 ist sehr wenig. Und die zweite Veränderung in seiner AoE ist, dass diese nicht nur Infect jetzt nur macht, sondern sie macht dazu auch noch AoE Flood Damage. Eigentlich relativ cool. Hätten die vielleicht Flood an seiner Single-Tage noch drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt dumm gewesen wäre oder sowas. Aber irgendwas hätten die noch mehr bei ihm verändern sollen, meiner Meinung nach. Ich habe keine Ahnung, ob er jetzt wirklich gut wird. Ich finde seine Veränderung relativ wenig. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von ihm haltet. Ich glaube, er ist wirklich underwhelming, aber ich hoffe, er wird wieder gut werden, weil ich habe ihn 6-6. Ich muss ihn eigentlich gar nicht mehr summen. Und wir schauen mal auch, ob er vielleicht auch ohne Milim gespielt werden kann. Wenn er nur mit Milim gespielt werden kann, ist es ein bisschen schade, weil dann muss ich rein summen. Aber wenn nicht, dann werde ich nicht rein summen und kann meine 700 Gems sparen. Und jetzt sozusagen die brandneue Unit. Ja, ich weiß, Milim ist auch eine neue Unit, aber eine Milim-Unit hatten wir schon. Aber die brandneue Unit ist die Shion. Ich habe gehofft, dass es Veldora oder Diabolo wird, aber Shion war auch irgendwie ganz klar. Gut, was soll man jetzt machen? Jetzt ist sie da. Von Anfang an muss ich sagen, dass sie eine komplette PvE-Unit ist, also du kannst sie im PvP nicht benutzen. Name ist schon mal sehr cool, Number One Secretary ist schon sehr fresh. Und am Anfang des Battles, im PvE aber nur, wird Super Regeneration und Power of War God auf Shion drauf gemacht. Super Regeneration ist relativ cool, ist sehr ähnlich zu der Personal Passive, die wir jetzt bekommen haben. Nämlich, für jeden 1% von den decreased HP tut es einfach bei den Allies die 2% davon regeneraten bis zu 100.000. Also sagen wir mal, sie hat jetzt 100.000 HP, verliert 50.000 davon, also für jeden 1%, also 50.000, also 50%. Dann werden die 2% davon, also zweifache davon, regeneriert. Also schon das Hundertfache, also schon das 100.000. Also wenn sie 50.000 HP verliert, dann hielt sie sozusagen, dann hielten die Allies sich auch selber nochmal um diese 50.000, aber nur bis zu 100.000, weil sobald diese 100.000 erreicht sind, wird dieser Stack, wird dieser Super Regeneration Buff weggemacht. So habe ich es jetzt verstanden, keine Ahnung, ob das richtig ist. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich da was falsch verstanden habe. Keine Ahnung. Ich denke mal, so ist es so. Wenn es nicht, dann sehen wir es auf jeden Fall in-game. Power of War God gehört ein bisschen zusammen, nämlich am Anfang des Allies Turns wird euer Attack Stat einfach um 10% von dem Value von dem Super Regeneration Effekt erhöht. Also, wenn ihr da viel geheilt habt bei Regeneration, bekommt ihr auch mehr Attack Buff. Deswegen echt cool. Also, je mehr sie verliert HP, desto mehr Attack Stats bekommt ihr. Sehr, sehr krass, weil manchmal sieht man sich im PvE, dass die Bosse sehr viel Schaden machen. Und dass du dazu dann Heal bekommst und einen Attack-Buff ist schon sehr, sehr cool. Sie hat zwei Single-Targets, wie es ganz normal ist bei PvE-Units. Einfach die erste Single-Target macht einfach Amplify-Damage und die zweite Single-Target macht Power-Strike-Damage. Power-Strike ist immer sehr, sehr gut, sehr, sehr gern gesehen im PvE vor allem. An sich braucht ihr da keine bestimmten Effekte zu erwarten, weil wie gesagt, im PvE braucht ihr das alles nicht, nur im PvP. Und sie ist eine komplett eine PvP-ausgelehnte Unit. Hört sich sehr gut an. Gameplay, was man gesehen hat, gegen den Bird, gegen vierten Floor Bird, in dem Livestream sah auch sehr, sehr stark aus. Man muss aber, wie gesagt, immer gucken, wie es sich wirklich in-game selber bei sich verhält. Ultimate ist auch wieder eine Single-Target. Tut auch gleichzeitig, wenn du die Ultimate aktivierst, einen Buff auf dich drauf machen, der deine Basic-Stats um 50% erhöht und macht dann, wie gesagt, einfach Single-Target-Damage. Und das Geile, was ich jetzt noch an ihr finde, ist die Holy Relic. Nämlich im PvE, wenn Allies mehr als zwei Single-Target-Attack-Skills benutzen in einem Turn, werden zwei Debuffs weggemacht von Allies. Und das ist schon crazy, weil, wie gesagt, im PvE benutzt du meistens nur Single-Targets. Und ich finde, vielleicht kannst du das gut mit dem Frey benutzen, weil Frey's Holy Relic ist ja auch ausgelehnt auf Single-Targets. Und je mehr Single-Targets du benutzt, desto mehr Damage machst du. Und mit ihr in Kombination, desto mehr Debuffs wird entfernt. Und man findet sich auch oft in der Situation im PvE vor allem,
dass du sehr krass gedebufft wirst und wenn du einfach Single-Target machst, dass diese Debuffs weggehen, ist halt schon echt ein Game-Changer. An sich ist dieses Update schon echt cool. Wie gesagt, ich fand nur ein bisschen schade, dass nicht die alte Milim das LR bekommen hat, sondern eine ganz neue, brandneue Milim ist. Für mich wäre es mehr Sinn gemacht, hätten die in Diabolo oder Veldora reingemacht und der alten Milim ein LR gegeben. Und dass Rimuru wirklich keinen krassen LR-Awakening bekommen hat. Aber ich kann es nur für mich sprechen, wie ich es jetzt rausgelesen habe. Vielleicht ist er im Game um einiges besser. Das werden wir spätestens morgen auf JP sehen. Und ich werde es spätestens dann nächste Woche Dienstag auf Global sehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten. Das war's.